Willkommen zu der nächsten Ausgabe von SmackDown. Wir haben heute einen unglaublichen Main Event, wozu ich gleich kommen werde. Doch wir fangen an mit dem One and Only. Wir fangen an mit Ricochet. Ricochet will unbedingt ein Single Match um den United States Title gegen Carmelo Hayes. Dafür muss er sich beweisen. Sein Gegner ist Cedric Alexander. Los geht es, der Opener der heutigen SmackDown-Episode. Und jetzt kommen wir mal eben zum Main Event. Wisst ihr, Leute, es ist schön, wenn ich die ganze Planung mache für die ganzen Shows und dann sehe, es ist noch ein Match frei. Und wir haben eine Last-Minute-Entscheidung getroffen für den Main Event. Wir bekommen heute ein Triple Threat Match zwischen Drew McIntyre, Bobby Lashley und Braun Breaker. Komplett spontan, Last-Minute-Decision. Aber was für eine. Es könnte ein Pay-Per-View-Main-Event sein. Es ist ein SmackDown-Main-Event. Wird langsam zur Gewohnheit, dass die wöchentlichen Shows absolut krasse Main-Events haben. Erst letzte Woche AJ Styles gegen Randy Orton mit Special Guest Referee Cody Rhodes. Und heute dieses Triple Threat Match. Wir haben außerdem Liv Morgan heute in Action. Wir haben die neuen Number One Contender für die Women's Tag Team Title, Alba Fire und Isla Dawn in Action. Und wir haben ein Single Match zwischen Logan Paul und Rey Mysterio. Da Logan Paul ja letzte Woche Rey und Jey Uso attackiert hat. Wir können gespannt sein, in was für eine Richtung das noch geht. Viele Leute interessiert am United States Title. Aber Ricochet hat es aktuell noch am meisten verdient. Er war in diesem Triple Threat Match bei Backlash, wo er nicht gepinnt wurde. Wir warten immer noch auf eine Antwort von dem Champion, von Carmelo Hayes. Wir sind bei 6. Ricochet zurück im Ring. Cedric Alexander ausgenockt außerhalb des Rings. Wir sind bei 8. Wird das ein Countout-Sieg für Ricochet? Wir sind bei 9. Und er kommt rein. Schöner Job. Cedric Alexander, starke Aktion. Ricochet steht auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Es macht jetzt schon richtig Spaß. Achtung. Sehr schön. Alexander. Wäre auch ein Riesensieg für Cedric Alexander. Vielleicht könnte er bald neuer Number One Contender werden. Ricochet bringt Alexander gegen die Seile. Lässt ihn etwas laufen. Spinebuster. Ist das Ricochets Chance? Cover gegen Alexander. Kickout bei 2. Um ein Haar der Sieg, aber es reicht noch nicht. Es braucht noch etwas. Achtung, Ricochet Single Leg DDT. Und noch einer. Counter von Alexander. Bringt jetzt Ricochet gegen die Seile. Lässt auch ihn jetzt mal laufen. Cedric Alexander. Hip Toss in den Neckbreaker. Alexander down. Ricochet down. Beide kommen wieder hoch. Ricochet nimmt Anlauf. Wunderschön. Was der drauf hat, ist unglaublich. Vielleicht der zukünftige United States Champion. Ricochet ist einfach der Wahnsinn. Standing Shooting Star. Noch einer, nee, der geht nicht durch. DDT. Schöner Job, Alexander teilt aus. Weltklasse. Wir sind außerhalb des Rings. Wir sind bei 4, ein wirklich guter Opener in der heutigen SmackDown-Episode. Und es kommt noch so viel auf uns zu. Der World Heavyweight Champion Seth Rollins ist auch heute da. Wir werden herausfinden, wer sein Contender wird. Sein Herausforderer bei Night of Champions.
Jetzt erstmal dieser Crossbody, aber Konter, Kickout von Ricochet. Und DDT hinterher. Alexander dreht auf. Kann er es vielleicht auch beenden. Der Tritt geht durch. Und jetzt könnte es das vielleicht sein. Cover gegen Ricochet. Kickout bei 2. Noch ist es nicht vorbei. Nächster Tritt. Alexander. Vorarm hinterher. Ricochet rettet sich in die Ringecke. Auch ein super Match von den beiden Superstars. Und aktuell Alexander mit dem Vorteil. Auch Alexander hatte mal ein United States Championship Match. Und zwar das allererste gegen Shelton Benjamin. Bei Money in the Bank in WWE 2K22. Da verlor er. Benjamin wurde der erste United States Champion. Mal schauen, ob ich alle aufzählen kann. Danach war es Karrion Kross, Johnny Gargano, Matt Riddle und Carmelo Hayes. So viele gab es noch gar nicht. Aber vielleicht bei Night of Champions der nächste. Alle Champions müssen ihre Titel verteidigen. Und Alexander will es jetzt beenden. Nächster Tritt. Gute Nacht, Ricochet. Das könnte das Ende sein. Ricochet kontert. Geht schnell aufs Bein von Alexander. Schnappt ihn sich. Schöner Big Boot. Ist das die Chance für Ricochet? Geht aufs Tableau. In Position. Shooting Star. Das muss es sein. 1, 2, 3. Was ein Sieg für Ricochet. Und das Ashanti, der neue Partner von Carmelo Hayes und Trick Williams, attackiert Ricochet und Cedric Alexander nach dem Match. Das ist doch mal eine Antwort von unserem Champion. Er schickt seinen Laufburschen, seinen neuen Laufburschen. Wir machen weiter mit dem allerersten Match, der Number One Contender. Können sie überhaupt überzeugen? Hier sind Isla Dawn und Alba Fire. Angefangen mit Isla Dawn. Und hier ihre Partnerin. Hier ist Alba Fire. Ihre Gegner. Angefangen mit Indi Hartwell. Und ihre Partnerin ist Candice LeRae. Los geht es. Isla Dawn und Indi Hartwell starten dieses Tag Team Match. Nach diesem Match sehen wir Seth Freakin' Rollins. Der versucht herauszufinden, wer sein Gegner sein wird bei Night of Champions. Wer wird sich Rollins stellen? Wer wird sein erster Gegner? Und vielleicht auch sein letzter Gegner. Wir hatten nicht unbedingt viele kurze Titelregentschaften. Aber wir hatten welche. Solo Sikoa damals Intercontinental Champion für 2 Wochen gewesen, ohne auch nur einmal seinen Titel zu verteidigen. Es war Ilya Dragunovs Zeit. Aber auch die ist mittlerweile vorbei. Gunther ist unser Champion. Von Gunther haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Wir werden erst bei Night of Champions unseren Ringgeneral, unseren Intercontinental Champion, das erste Mal sehen. Und wir werden nächste Raw-Episode herausfinden, wer sein Gegner sein wird. In einem Gauntlet-Match. Candice LeRae wird ausgekontert. Ellbogenschläge von Isla Dawn. LeRae kassiert den Knee-Strike. Nächster Konter. Candice LeRae. Stark gemacht. Und jetzt die Chance zum Wechsel. Indi Hartwell wieder drin. Bisher Alba Fire noch gar nicht drin gewesen. Außer ich habe einmal zu lange weggeguckt. Isla Dawn sollte mal so langsam den Wechsel hinbekommen. Die Lage wird ernst.
Tritt geht ins Leere. Jetzt vielleicht mal eine Chance, aber direkt in die Hardwell mit dem Neckbreaker. Vielleicht bekommen wir doch ganz andere Number One Contender. Wenn sich Alba Fire und Isla Dawn hier nicht beweisen können. Es ist das erste Match von beiden Teams. Alba Fire schnappt sich jetzt in die Hardwell. Northern Light Suplex gegen die Stahltreppe. Knee Drop hinterher. Wir sind bei 2. Boah, nochmal gegen die Stahltreppe. Nutzen das natürlich jetzt aus. Wir sind bei 4. Snap Suplex von Isla Dawn. Alba Fire wachsam. Wir sind bei 7. Isla Dawn ist wieder im Ring. Jetzt auch in die Hardwell. Und die schnappt sich direkt Isla Dawn. Die kann aber kontern. Vorarm. Und so langsam müsste mal der Wechsel kommen. Vielleicht die Chance nutzen, wenn man gerade die Chance hat. Bisher Alba Fire noch nicht drin gewesen. Deswegen, die wird topfit sein. Aber Isla Dawn probiert es direkt zu beenden. Candice LeRae ist da. LeRae und Indy Hartwell draußen. Und Isla Dawn nimmt Anlauf. Suicide Dive. Stark gemacht. Attackiert gleich beide. Der Ref zählt wieder. Wir sind bei 3. Isla Dawn kümmert sich um Candice LeRae. Jetzt der Schlag gegen Indy Hartwell. Wir sind bei 5. Counter von Indy Hartwell. Es wird langsam eng mit dem Count. Wir sind bei 7. Indy Hartwell. Vielleicht mit der Riesenchance, sich den Countout-Sieg zu holen. Sie ist drin. Und damit verlieren Isla Dawn und Alba Fire per Countout. Was bedeutet das für Night of Champions? Wir machen weiter mit unserem World Heavyweight Champion Seth Freakin' Rollins. Und wir werden herausfinden, wer gegen ihn bei Night of Champions um den World Heavyweight Title antreten wird. Wir können sehr gespannt sein. Das ist interessant. Ein Ex-United States Champion. Er will mehr. Hier kommt Karrion Kross. Rollins, nächster Herausforderer, beziehungsweise erster Herausforderer. Aber er ist nicht der Einzige, denn es meldet sich auch Braun Strowman. Das ist eine ordentliche Herausforderung. Und wir sind immer noch nicht fertig, denn hier kommt The Miz. Drei Leute, drei mögliche Herausforderer für Seth Freakin' Rollins. Karrion Kross, Braun Strowman und The Miz. Und natürlich, Austin Theory ist auch noch mit dabei. Vier Leute wollen den World Heavyweight Title. Und jetzt kommt das Interessante. Wir könnten daraus natürlich ein Fatal 4-Way Number One Contender Match machen. Aber nein, zum ersten Mal in der Geschichte des Universe Modes dürft ihr entscheiden, wer gegen Seth Rollins antreten wird. Es wird 2 Stunden nach Veröffentlichung dieses Videos einen Community Post geben. Also guckt auf diesem Kanal im Community Tab nach. Da dürft ihr abstimmen, wer von diesen 4 Superstars gegen Seth Rollins bei Night of Champions antreten soll, um den World Heavyweight Title. Also vielleicht wählt ihr den nächsten World Champion. Wir machen weiter mit dem nächsten Women's Match. Wir machen weiter mit einem Single Match. Hier ist Liv Morgan. Ihre Gegnerin heute. Hier ist Katana Chance.
Liv Morgan, super Start in diesem Match. Danach haben wir zwei Top-Matches. Danach haben wir Logan Paul gegen Rey Mysterio. Sowie das Triple Threat Match im Main Event. Eine ordentliche Smackdown-Episode, würde ich sagen. Die wöchentlichen Shows enttäuschen auf gar keinen Fall. Und das wird Night of Champions bestimmt auch nicht. 8 Titel-Matches. So viele Chancen, dass wir neue Champions bekommen. Und wir werden garantiert welche bekommen. Liv Morgan hatte ja ihre Chance. Um den Women's Title gegen Trish Stratus. War wirklich ein super Match. Sie hat leider verloren. Und Trish Stratus bekommt es jetzt mit Asuka zu tun. Die ungeschlagen in Single Matches ist. Die noch nie gepinnt wurde. Nie zur Aufgabe gebracht wurde. Kann Trish Stratus den Titel verteidigen? Es wird eins der größten Matches von Night of Champions. Doch der Main Event wird das WrestleMania Rematch. Cody Rhodes gegen Randy Orton. Um den WWE-Titel. Achtung, Liv Morgan. Stark. Fast. Katana Chance. Jetzt wird ausgekontert. Achtung, Liv Morgan. Bringt sie in die Ringecke. Stark gemacht. Kann sich Liv Morgan diesen Single-Match-Sieg holen? Katana Chance eher im Tag-Team-Bereich aktiv. Aber sie will sich heute beweisen. Hatte ja bei WrestleMania ein Match, wo es um die Women's Tag-Team-Title ging. Da konnte aber Toxic Attraction die Titel verteidigen. Mittlerweile sind sie nicht mehr Champions. Mittlerweile sind es Shayna Baszler und Zoe Stark. Die Frage ist, wie lange? Boah, was ein Big Splash. Springt da meterweit nach oben. Auf Liv Morgan. Und jetzt der eingerollte Pin von Liv Morgan. Cover gegen Katana Chance. Kickout bei 1. Liv Morgan. Haut Katana Chance auf die Matte. Shoulder Tackle. Liv Morgan nimmt Anlauf. Dropkick. Double Footstep ins Leere. Rollt sich aber gut ab. Katana Chance kommt von hinten. Nimmt selber Anlauf. Hurricane Runner. In die Matte rein. Und jetzt auf dem mittleren Rope. Liv Morgan steht. Katana Chance zu langsam. Pinversuch nochmal von Morgan. Kickout bei 2. Noch reicht es nicht. Aber das Match könnte bald vorbei sein. Nächster Tritt von Morgan. Hört gar nicht mehr auf mit den Tritten jetzt. Aber es braucht mehr, wenn sie gewinnen will. Nächster Tritt. Sie hört gar nicht mehr auf. Ganz viele Tritte gegen Katana Chance. Jetzt will sie es beenden, aber Katana Chance mit dem Konter. Kann sie selber jetzt mal austeilen. Was ein Dropkick. Morgan steht noch. Katana Chance geht nochmal in die Seile. Liv Morgan kontert diesmal. Liv Morgan bringt Katana Chance in die Ringecke. Aufs Turnbuckle. Und die kann kontern. Liv Morgan. Liv Morgan. Was eine Aktion. Das könnte der Anfang vom Ende sein. In diesem unglaublichen Women's Match. Nächster Konter von Katana Chance. Jetzt geht sie in die Seile. Und diesmal kann Morgan nicht kontern. Zweimal wollte es Liv Morgan schon beenden. Zweimal der Konter von Katana Chance. Bringt Morgan jetzt auf die Matte. Kann Katana Chance sich einen riesen Single-Match-Sieg holen? Gegen Liv Morgan. Das ist sehr weit, ein bisschen zu weit. 450 geht nicht durch. Aber sie bleibt weiterhin dran.
Da ist die Chance schon eher gegeben, den zu landen. Und den landet sie auch. 450 Splash. Ist das das Ende? Riesen-Upset. Nein. Liv Morgan kommt raus. Die Fans gut gelaunt. Katana Chance macht weiter. Zweiter 450. Liv Morgan kontert. Dropkick. Boah, was ein Match. Was ein Match. Clothesline. Liv Morgan dreht auf. Tritt von Katana Chance gekontert. Und die liegt jetzt. Liv Morgan könnte es beenden. Geht jetzt selber gegen die Seile. Und das muss das Ende sein. Cover gegen Katana Chance. One, two, three. Was ein Match. Letzte Woche hat Logan Paul Jey Uso sowie Rey Mysterio attackiert, wollte ein Zeichen setzen. Jetzt muss er ein Zeichen setzen in einem Single Match gegen Rey Mysterio. Das könnte sehr interessant werden. Und hier ist sein Gegner. Letzte Woche gegen Jey Uso verloren. Kann er heute Logan Paul besiegen? Hier ist Rey Mysterio. Los geht es. Unser Co-Main Event. Danach haben wir das Triple Threat Match zwischen Drew McIntyre, Bobby Lashley und Bron Breakker. Da bin ich mal sehr gespannt, wer jetzt den Sieg holen kann. Erst letzte Woche konnte sich Bobby Lashley schon einen Riesensieg holen. Ebenfalls im Main Event gegen Omos. Das heißt, Bobby Lashley mit zwei Main Event Matches in Folge. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Schöner Vorarm von Logan Paul. Zuletzt konnte er Baron Corbin besiegen in der SmackDown Episode vor Backlash. Ich glaube, danach hatte er kein Match mehr. Jetzt ist es wieder soweit. Kann er sich auch den Sieg holen? Auch er will unbedingt eine Chance um den United States Title. Er hatte eine bei Elimination Chamber. Da war er der letzte Übrige in diesem Elimination Chamber Match. Aber Riddle konnte jeden besiegen. Jetzt haben wir einen neuen Champion. Jetzt ist der Titel bei einer anderen Show. Und Logan Paul will diesen Titel. Genauso wie Jey Uso, genauso wie Ricochet. Viele wollen diesen Titel. Aber so wie es aussieht, wird es Ricochet sein, der dieses Titelmatch bei Night of Champions bekommt. Aber Logan Paul, Jey Uso und alle anderen werden darum kämpfen, die Chance danach zu bekommen. Logan Paul bringt Rey Mysterio zurück in den Ring. Rey Mysterio, Hurricane Runner, teilt hier schnell aus. Tritt hinterher gegen Logan Paul. Ganz viele Tritte. Hört gar nicht mehr auf. Was eine Kombination. Sunset Flip Powerbomb. Logan Paul war eins. Muss sich rausrollen. Boah. Schlau gemacht von Logan Paul. Rey Mysterio richtig ins Leere springen lassen. Und das feiert er. Aber Achtung, Rey Mysterio schon wieder im Ring. Logan Paul hat es nicht gesehen. Da war er zu arrogant. Und jetzt Rey Mysterio auf dem Top Rope. Wunderschön, was der für Moves zeigt. Springboard Crossbody. Logan Paul muss ganz schön einstecken gerade. Rey Mysterio auf dem Top Rope. Double Footstamp vom Top Rope. Das tut ordentlich weh. Aber Logan Paul kommt raus. Rey Mysterio. Was kommt jetzt? Frog Splash! Springboard Frog Splash! Reicht das vielleicht zum Sieg? Gegen Logan Paul. One, two, nein! Auch da kommt Logan Paul raus. Rey Mysterio will weitermachen. Logan Paul kann kontern.
Den Fans gefällt es. Rey Mysterio wollte den 619 zeigen. Logan Paul mit einem wichtigen Konter. Sonst wäre es das vielleicht gewesen. Aber Rey kann wieder kontern. Bringt Logan Paul nach draußen. Als wäre ein wichtiger Sieg für Rey. Musste jetzt einige Niederlagen einstecken in letzter Zeit. So ein Sieg würde gut tun. Double Footstamp geht ins Leere. Logan Paul bringt Rey Mysterio weg. Rey Mysterio zurück im Ring. Logan Paul hinterher. Ja, und jetzt Rey Mysterio vielleicht zu arrogant. Kassiert ganz üble Schläge von Logan Paul. Gut gemacht, Neckbreaker. Verhindert, dass sich Rey rausrollen kann. Knee Drop gegen den Kopf. Schöner Schlag. Schöner Konter. Rey Mysterio wehrt sich. Und noch er hindert Logan Paul daran rauszugehen. Wunderschöner Springboard Moonsault. Leg Drop. Rey Mysterio zeigt jetzt alles. Wird aber eingerollt von Logan Paul. Cover Kickout. Big Boot geht ins Leere. Rey Mysterio bringt Logan Paul in die Ringecke. Aufs Tableau. Das könnte übel enden. Hurricane Runner, nein. Konter von Logan Paul. Und er bleibt dran. DDT. Klasse Match von den beiden. Aber vielleicht kann es Logan Paul beenden. Big Boot geht ins Leere. Rey Mysterio. Back Elbow. Form. Logan Paul noch mit einem Tritt hinterher. Will dieses Match auf keinen Fall verlieren. Rey Mysterio kann kontern. Kann Logan Paul zurück in die Ringecke bringen. Monkey Flip. Wahnsinn, wie viele verschiedene Moves Rey Mysterio zeigen kann. Es ist wirklich beeindruckend. Rey Mysterio auf dem Tableau. Und da ist der Frog Splash. Das könnte sein. One, two, three. Riesensieg für Rey Mysterio. Logan Paul muss heute eine Niederlage einstecken. Es wird Zeit für unseren Main Event. Eines der größten Triple Threat Matches in der Geschichte. Bei SmackDown. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley, gegen Braun Breaker. Hier ist der Mann, der erst letzte Woche Omos besiegen konnte im Main Event von SmackDown und jetzt ist er wieder im Main Event. Vielleicht sogar der Superstars mit den meisten Weekly Main Events von allen, denn auch bei Raw hatte er so viele Main Events. Hier ist The Almighty. Hier ist Bobby Lashley. Und der dritte Superstar in diesem Triple Threat Match. Er muss sich unbedingt noch beweisen. Vielleicht ja heute. Hier ist Braun Breaker. From Woodstock, Georgia, weighing in at 230 pounds, Braun Breaker. Ich hab Bock auf diesen Main Event, auf dieses Match. Direkt gehen McIntyre und Lashley aufeinander. Braun Breaker kommt von hinten, stark gemacht. McIntyre wehrt sich direkt. Hat natürlich seine Chance nicht nutzen können. Er war im Main Event bei Backlash. Hat um den World Heavyweight Title gekämpft. Er hätte der Erste werden können. Es wurde aber Seth Rollins. Er will in ferner oder vielleicht auch naher Zukunft auf jeden Fall bestimmt ein Rematch haben. Er will diesen Titel haben. Aber alle hier im Ring wollen sich World Heavyweight Champion nennen. Vielleicht kann sich der Sieger die Chance ja verdienen. Es wäre auf jeden Fall ein Riesensieg und ein großes Zeichen gegen den Champion. Die Frage ist, wer wird Champion sein? Wird es Seth Rollins? Oder wird es der Gegner, den ihr auswählen könnt? Wählt weise. Vielleicht wählt ihr den nächsten World Heavyweight Champion.
Was ein Chop. Sensationell von McIntyre. Shoulder Tackle. Breaker zurück im Ring. Hält sich zurück. McIntyre und Lashley aufeinander gefokust. Aber jetzt macht er mit. Lashley kümmert sich um beide. McIntyre kann wieder kontern. Und sie probieren es nochmal zu zweit. Zu zweit gegen die Almighty Bobby Lashley. Sieht ja schon fast nach einem Handicap-Match aus. Aber jetzt kommt McIntyre von hinten. Niemals mit dem Rücken zum Gegner. McIntyre. Einer am Seil, einer hinterm Seil. Und McIntyre holt eine Waffe. Natürlich, es ist ein Triple Threat Match. Alles erlaubt. Kein Countout, keine Disqualifikation. Und Bobby Lashley mit dem Suicide Dive. Absolut verrückt. Und es hat gerade erst begonnen. Dieses Triple Threat Match, dieser Main Event. Lashley haut McIntyre gegen die Barrikade. Breaker mischt sich ein. Power Slam. McIntyre schnappt sich Breaker, bringt ihn in den Ring. Und Lashley gegen's Apron. Breaker! Gefährliche Aktion. Hat Lashley sogar mehr getroffen als McIntyre. Und McIntyre bringt Breaker zu Boden. Super Match bisher. Breaker zurück im Ring. Lashley schnappt sich McIntyre. Lashley im Ring. Versucht direkt mit dem Pin, aber McIntyre steht schneller als ihm lieb ist. Spear! Aus dem Nichts. Einfach mal ein Spear aus dem Nichts. Von Bobby Lashley gegen McIntyre. Der kommt aber nicht zum Pin, denn Bron Breakker kümmert sich um Lashley. Lashley rollt sich raus. Breakker geht jetzt auf McIntyre. Der kann kontern. Bringt Breakker in die Ringecke. Big Splash. Schnappt sich Lashley, bevor der mit dem Candlestick irgendwas anrichten kann. McIntyre wehrt sich mit Ellbogenschlägen. Der Tritt geht ins Leere, beziehungsweise Lashley fängt ihn ab. Shoulder Tackle. Breakker kommt zurück in den Ring. Lashley mit dem Spear. Der dreht komplett auf. Aber McIntyre steht noch. Harte Tritte von McIntyre. Eingerollter Pin jetzt von Bobby Lashley. Breakker ist da. Breakker kann kontern. Breakker der Einzige im Ring. McIntyre kommt von hinten mit einem Baseballschläger. Breakker kann es verhindern. Shoulder Tackle. Und jetzt Breakker. McIntyre kann kontern, immer wenn es gefährlich wird. Lashley kommt mit einem Stuhl. Claymore. McIntyre noch nicht fertig. Glasgow Kiss. Clothesline. Kann die Chance aber nicht nutzen, Claymore. Ist es das? One. Two. Nein. Lashley kommt raus. Was eine Chance von McIntyre. Claymore gegen Breakker. Glasgow Kiss gegen Breakker. Claymore gegen Lashley. Und es reicht noch nicht. Aber sehr stark von McIntyre. Er gibt alles. Aber jetzt Lashley. Achtung, McIntyre. Nimmt ihn nach oben. Bringt ihn ins Turnbuckle rein. Gut, geblockt. Ich wollte sagen, gekontert, aber es war eher geblockt. Ist eigentlich auch gekontert. Ist ja auch egal. Breakker mit dem nächsten Shoulder Tackle. Breakker mit dem Clothesline. Und Lashley mit dem Konter. Und einen Baseballschläger in der Hand. Haut hier auf Breakker drauf. Will es beenden, aber McIntyre ist immer da, sobald Lashley einen Pin startet. Und jetzt McIntyre mit dem Baseballschläger gegen Breakker. Breakker wehrt sich. Haut ihm den Baseballschläger aus der Hand. Power Slam.
Lashley fängt ihn ab. Breaker kann kontern. Vorarm. Claymore geht ins Leere. Glück gehabt für Breaker. Bringt Lashley auf die Matte. Schnappt sich jetzt McIntyre. Spear vom Breaker. Kann sich Breaker den Sieg holen? Das wäre riesig. Breaker. Nein. McIntyre kommt raus. Was ein Match. Was ein Match. Es enttäuscht auf gar keinen Fall. Breaker bringt Lashley nicht nach draußen, sondern gibt ihm Shoulder Tackle. Schnappt sich den Stuhl. Haut auf McIntyre drauf. Lashley verhindert den Pin-Versuch. McIntyre rollt sich mal eben nach draußen. Riskant, denn im Ring. Domino Stretch von Lashley. Reicht das zum Sieg? Kommt Breaker da raus. Lashley lässt ihn los. Begibt sich nach draußen, um sich den Sledgehammer zu holen. McIntyre, Shoulder Tackle. Was holt McIntyre? Er holt einen weiteren Candlestick. Lashley verhindert den Treffer. Alle drei draußen, Glasgow Kiss. Armer Breaker kommt gerade erst raus, kassiert direkt diesen Glasgow Kiss. Wäre er mal lieber drin geblieben. Kassierte doch den Treffer mit dem Hammer. McIntyre richtig stark. Hat gerade die Kontrolle. Bringt Breaker in den Ring. Vielleicht erkennt er eine Chance. Probiert's mit dem Pin. Kann Lashley das verhindern? Ja, in allerletzter Sekunde. Da hat nicht viel gefehlt. Spear! Das war's. Was eine Power von Lashley. Was ein Spear. Cover gegen Breaker. Und Lashley mit dem nächsten Sieg. Wahnsinn. Das war's mit SmackDown. Was eine Show, was ein Main Event und was ein Sieg für Lashley.